Write me a message. Wäre cool, wenn mir eine Nachricht schreiben würde. Würde mich freuen. Und willkommen bei Diablo 3. Schön, dass ihr da seid. Das wäre schön. Was ist hier? Da seid ihr überhaupt. Hey. Hier das Ganze. Ich brauche eine neue Fertigkeit. So. Keine 20 Zuschauer. Thank you.
Mein Freund patrouillierte in diesen Tiefen, bevor die Mauern durchbrochen worden sind. Er ist noch immer am Leben, hier unten. Ich weiß es. Bitte helft mir! Wir werden nach ihm Ausschau halten. Darüber nachgedacht, dass ich noch nie zuvor Schneeschuhen so nah gesehen habe. Er ist so weich und zart. Aber dann bemerkte ich, dass er blutgetränkt ist. Ja, hallo, hallo. Komm mal zusammen. Ab. Ich hoffe, es gefällt euch das Spiel, Diablo 3. Sehr. Mal gucken, was da alles noch kommt. Ich sollte mich spezialisieren. Yeah.
Reich sein, extrem reich sein. Wir müssen uns einer weiteren Prüfung stellen, mein Freund. Ich bin überlastet. Gepäck ist voll. Ich muss zurückkehren. So, nein, kurz zurückkehren, müssen wir loswerden.
Die Männer, vergesst das. Ich habe gehört, was ihr da unten getan habt. Ihre Herren jagen ihn. Wo ist denn der Händler? Ich sehe, wie sie... Werden die Dämonen... Nein, ihr helft Lea. Ihr solltet daran denken, etwas mehr zu... Hier ist die Lust auf Trank und Tanz schon. Ich wusste. Das da... Dinge scheinen besser zu stehen, Martha. Es gibt kaum noch etwas zu tun. Ich wusste, dass du es schaffst. Ihr geht hinaus? Asmodan lebt noch. Zieht euch! Ihr tragt noch immer die... Oh, nun! Eine Karawane? Ich hab's mit dem Abenteurerleben versucht. Das war nichts für mich. Zu viele Schmerzen, zu wenig Profit... Es ist ja richtig angezeigt, zum Glück. Verteidigung der Festung. Nein. Warum nicht? Ich sollte mich spezialisieren. Mir so vor, als könnte ich 1000 Jahre lang Dämonen töten, hätte damit immer noch nichts erreicht. Als ich noch jung war, war jeder besiegte Dämon ein Triumph. Und nun reißt der Strom um. Da ist er! Gelobt sei Akkarat! Ich hab's gewusst, dass du mich hier rausholen würdest. Ich danke euch, Fremder.
Seine Familie würde es mir niemals verzeihen, wenn ich ohne ihn nach Hause käme. Nochmal.